So, meine Lieben, wir machen jetzt mal hier ein Rewake oder so, ein Aufwecken meiner Charts. Und zwar gehen wir jetzt mal hier ein Daily Garnisons-Check machen. Das haben wir ja in letzter Zeit echt vernachlässigt, beziehungsweise ich habe es vernachlässigt. Ich weiß nicht, ob ihr konsequent die Garnison abgefarmt habt und Gold gefarmt habt mit der Garnison, weil es ist schon ziemlich lukrativ, finde ich, aber in letzter Zeit war ich hier ein bisschen nachlässig. Ja, ich muss sagen, ich war so ein bisschen demotiviert, weil ja nicht mehr so arg viel los ist im Moment mit meinem Haupttrader. Aber das ist eigentlich genau der falsche Weg, weil man kann hier in der Garnison noch schön jetzt ein bisschen Gold farmen. Wir wollen ja einfach möglichst viel Gold haben, zusammensammeln für den Start von der neuen Erweiterung, und genau das machen wir jetzt. Ja, wir geben jetzt Gas hier mit der Garnison und auch mit dem Traden von Haustieren und Pets mit meinen anderen Chars. Also dann, zuletzt war ich hier, glaube ich, online am Freitag im Livestream. Wir schauen jetzt einmal rein. Ja, das ist doch schon mal schön. Na dann schaut doch mal her. 2485 Gold. Und das könnte ich täglich haben. Ja, das ist jetzt hier von Freitag. Also ich habe schon den Samstag verpasst, gestern nichts gemacht. Und naja, jetzt, ich fange jetzt auf jeden Fall wieder an, das ordentlich zu machen, weil es kommt ja doch immer noch was rum. Ich möchte mich schon den 2 Millionen noch annähern und mit Startkapital für die nächste, ja, Erweiterung, wenn es dann endlich mal losgeht. Ja, ich kann es kaum mehr erwarten. Ich habe immer noch keine Daten zu den neuen Items. Ich bin noch am Suchen, und naja, nächstes Mal werde ich mir vielleicht mal einen Beta-Zugang zulegen oder mal gucken, ob ich zumindest einen kriege. Habe ich bis jetzt noch nie gemacht, weil dann weiß ich es einfach, ja. Dann weiß ich es vorher, was da so geht mit Items. Okay, jetzt schau mal einmal. Ich nehme mal die abgelaufenen Sachen kurz raus und dann zeige ich euch, was sich hier verkauft hat. Also ich sag mal so, im Normalfall hat man hier, oder habe ich in der Garnison hier mit den täglichen Dingen, die man halt hier so machen kann, so ein paar hundert Gold, ja, so 300, 400 Gold. Wie kommen diese 300, 400 Gold zusammen? Indem man einfach hier die Anhänger hier in dem Hauptgebäude und die Marine auf Missionen schickt, täglich, und auch immer wieder nachguckt, die Sachen abholt und wieder neu losschickt, indem man da hinten diesen Kräutergarten, der ist da ungefähr, und die Mine abfarmt, also Kräuter sammeln, Erze sammeln und alles, was da sonst noch nebenbei mit rumtroppt, nämlich dränische Samenkörner und Urgeist und dieser Stein hier und was war es noch, Apexis-Kristalle und noch so einiges, ja. Also das ist so das Tägliche, und da kommen ein paar hundert Gold zusammen. Jetzt habe ich aber mehr, jetzt habe ich ein paar tausend, und das liegt daran, dass ich hier wieder einmal ein recht teures Pet verkauft habe, nämlich diesen Waldsprössling hier. Der hat auch was mit der Garnison zu tun, den bekommt man hier im weitesten Sinn durch die Garnison. Wo es den genau gibt, das könnt ihr nachschauen in der Playlist Gold Farmen mit Garnison. Da habe ich das euch ganz genau gezeigt. Also man tauscht ihn gegen Apexis-Kristalle um, die es hier in der Garni gibt. Wo man ihn umtauscht, schaut euch das Video in der Playlist an. Das heißt, ja, irgendwas mit Waldsprössling ist im Titel drin, dann findet ihr es schon. Und das pusht natürlich die Einnahmen immer ziemlich rauf, wenn sich hier so ein Pad verkauft. Es gibt noch mehr Pads, ja, die seht ihr hier so rumliegen. Die sind jetzt abgelaufen, es macht aber nichts. Es geht immer mal eins raus. Also die Einnahmen habe ich schon aufgeschrieben. Und ansonsten habe ich auch wieder so ein Ölfass verkauft. Das gibt es in den Missionen ab und zu mal. Das gibt auch immer ganz gut Gold. Naja, und dann halt der Rest Kräuter und Erze. Jetzt nehme ich mal hier das Gold raus. Und jetzt gehen wir auch direkt wieder los und farmen alles ab. Ich nehme hier vorne gleich mal die Garnisonsressourcen. Oh ja, das waren jetzt doch gar nicht so viele. Ich dachte, ich wäre schon am Cap. Ja, ich glaube, alle 3 Tage muss man alles spätestens abholen, damit man nicht ans Cap kommt. Und ich hole es halt nur dann ab, wenn es sein muss.
Warum, das sage ich euch dann nachher. Jetzt machen wir erstmal hier die Missionen. Also das ist wichtig, dass die hier immer laufen. Jetzt schauen wir erstmal hier drauf. 7000 Ressourcen habe ich jetzt. 10.000 ist das Cap. Das heißt, wir müssen hier, bevor wir das hier einsammeln, immer schauen, müssen wir erst noch Ressourcen loswerden, weil wir sonst übers Cap kommen und dann was verschwenden. Und diese neue Übersicht hier von dem Addon Garrison Commander ist wirklich mega praktisch, weil da sieht man gleich, was ploppt hier gleich alles rein, wenn ich die Missionen abschließe. Und ich sehe hier schon, hier sind 1400, da nochmal 500, also haben wir schon knapp 2000 und noch ein bisschen was. Das heißt, ich komme knapp, ja, so 9000, und deswegen gehe ich doch jetzt erst einmal in meinen Handelsposten rüber und schaue nach, welcher Händler heute da ist und tausche ein paar Ressourcen um, damit ich einfach nicht ans Cap komme. Ich hätte jetzt die hier liegen lassen können, ja, weil es hätte noch ein bisschen Zeit gehabt, diese Ressourcen da abzuholen, das wäre jetzt schlauer gewesen. Aber gut, okay, heute haben wir die älteste Gerbefeil hier als Händlerin im Handelsposten, wo ich Garnisonsressourcen umtauschen kann. Das ist die Händlerin für Erze. Das ist jetzt nicht so optimal. Die optimale Händlerin ist die für Kräuter. Die heißt, oh, wie heißt denn jetzt? Pixni Groschenhort, glaube ich. Diese Händlerin, die Kräuterhändlerin, ist hier die beste Händlerin, und wenn die da ist, tauschen wir wirklich alle Garnisonsressourcen um, die wir haben. Wir sammeln auch alles noch zusammen, auch aus diesen Bergungsgutkisten und so, dass wir möglichst alles wirklich umtauschen bis auf die letzte Ressource. Ich lasse immer nur wirklich so 50, 100 maximal übrig, damit ich halt noch meine Anhänger losschicken kann auf Mission. Das kostet ja immer ein bisschen Ressourcen, und ansonsten werde ich alles los. Kräuter gehen einfach am besten weg, immer im Schnitt zwischen so ungefähr für 1,50. Die Erze sind halt günstiger. Schauen wir einmal hier rein, wie viel heute die Erze denn so kosten. Die Erze kosten heute echt Eisenerz 1 Gold. Ja, das war auch schon mal bei 1,50, wobei 1 Gold ist okay. Echt Eisenerz geht immer besser als Schwarzfelserz. Deswegen tauschen wir jetzt bei dieser Händlerin in Erze um, obwohl eigentlich Kräuter besser verkauft werden, aber das, die kosten halt heute auch das Doppelte. Wenn die Kräuterhändlerin da ist, dann zahlen wir da 16. Deswegen nehmen wir heute die Erze, und ich tausche jetzt auch nicht alles um an von Ressourcen, sondern nur ein bisschen was, damit ich halt nicht übers Cap drüber komme. Machen wir hier mal 100 Stück oder so. Das reicht schon fürs erste Mal. Ansonsten, wenn es nicht reicht, tausche ich später nochmal um. Jetzt habe ich 5400. Das passt jetzt erstmal. Und wenn wir eh schon gerade da sind, dann gehe ich auch direkt mal ins Auktionshaus und stelle einfach mal Sachen wieder ein, weil es ist ja alles abgelaufen von Freitag. Es sollte wirklich immer alles drin sein, was ihr habt. Ja, hier habe ich jetzt noch ein paar extra Sachen. Der Rest ist fast alles aus der Garnison, was ich hier trade. Und das sind jetzt noch ein paar Transmog-Teile, die ich hergestellt habe als Schneider, ja. So, hier haben wir jetzt die 100 Erze, pro Stück 1 Gold, also kriege ich hier 100 Gold raus, und ich nehme die kürzeste Dauer, ja, weil das sonst zu viel kostet. Hier habe ich noch ein bisschen VZ-Material, das ist aber heute sehr billig, also da warte ich einfach mal ab, ob der Preis nochmal steigt. Und jetzt kommen diese Pads wieder rein, die auch mit der Garni zu tun haben, die stelle ich alle auf die höchste Zeitstufe ein, weil der Einstellgebühr immer gleich ist, ja, egal wie lang sie drin sind. So, da haben wir noch einen von diesen Haien da. Ja, da machen wir mal noch mal einen anderen Preis. Da machen wir mal irgendwas dazwischen. Wenn das rausgekauft wird, kommt gleich meins. So, jetzt habe ich hier mein Inventar auch ein bisschen leer wieder, und ich gehe zurück in das Hauptgebäude und starte jetzt die ganzen Missionen. Jetzt kann ich hier auch alles rausnehmen, ohne dass ich Angst haben muss, ich komme ans Cap ran und verschwende was. Also hier seht ihr, was hier alles jetzt dabei war in den Missionen. Das Beste ist halt einfach diese Garnisonsressourcen, die man dann eben umtauschen kann, habt ihr ja gerade gesehen, und das Ganze wieder zu Gold machen kann im Auktionshaus. Urgeist ist auch wunderbar, weil auch das kann man umtauschen, zeige ich euch nachher auch, und auch gegen Material, was man ins Auktionshaus stellen kann. Ansonsten ist ja Urgeist seelengebunden. Dann haben wir hier ein bisschen Gier noch, das kann man entzaubern und dann verkaufen.
Wobei, dass man direkt auch eigentlich so verkaufen könnte, das gibt 5 Gold und die entzauberten Sachen geben fast weniger, ja. Dann haben wir hier Apexis-Kristalle, die sind auch ganz gut, die braucht man wieder, um diese ganzen Pets uns zu holen, wo ich jetzt das eine für 1000 irgendwas verkauft hatte, ja, was ich euch gezeigt habe, den Waldsprössling. Genau, so. Und ansonsten haben wir auch ein paar Missionen dabei, die nur Erfahrung geben, die mir eigentlich nichts bringen, weil ich habe gerade überhaupt keinen Anhänger, den man leveln müsste. Mache aber trotzdem diese Missionen, weil bei jeder Mission hier diese Kiste mit Bergungsgut und dieses kleinere Bergungsgut rauskommen kann, was, wo dann auch wieder Ressourcen drin sind und auch noch andere Sachen, verschiedenste Materialien und man wieder was zum Verkaufen hat. Dieses Bergungsgut bekommt man nur an den Missionen raus, wenn man die Wiederverwertung hat. Das empfehle ich euch auf jeden Fall, wenn ihr Gold farmen wollt mit der Garnison. Und dann machen wir natürlich alle Missionen, die da sind, weil da auch dieses Bergungsgut droppen kann, auch wenn sonst keine tolle Belohnung dabei ist. Und je mehr Missionen wir halt machen, umso mehr kommen auch wieder neue, lukrativere. Jetzt schließen wir alles ab. Das geht super schnell hier mit diesem Addon. Ja. Dass man nicht alles einzeln anklicken muss, sondern das einfach so automatisch alles abgeschlossen wird. Und es zeigt uns hier nochmal an, was wir alles eingesammelt haben. Insgesamt 2.277 Ressourcen. Das heißt, es ist schon gut, dass ich umgetauscht habe. Ja, da wäre ich gerade schon so ans Cap gekommen. Ganz knapp. Okay, wir sammeln alles ein und jetzt schauen wir uns direkt an, was es hier wieder für Missionen gibt. Ja, die erste Wahl ist bei mir natürlich immer Garnisonsressourcen. So, und schauen wir mal. Hier ist ein bisschen Gier drin, das ist auch nicht schlecht, das kann man entzaubern und kriegt da temporaler Kristall raus, den man auch wieder verkaufen kann. Also, die erste Wahl ist immer Ressourcen. Heute sehe, nee, wobei, ich mache erstmal diese Urgeist-Mission. Da muss ich nämlich immer zusehen, wie ich die Anhänger verteile. So 100% 10 Stunden. Gut, machen wir erstmal das. Und jetzt schauen wir uns die Missionen mit Ressourcen an. Also heute sind keine Missionen mit Ressourcen dabei, wo es sehr viele Ressourcen gibt. Aber wir können hier noch ein bisschen was drehen. Man sieht es auch schon hier, es sind schon die verschiedenen Vorschläge, ja. Beide Versionen mit Anhängern zu 100% Erfolgschance und die Ressourcenanzahl anders. Warum, das zeige ich euch jetzt. Ich wähle gleich mal hier aus, weil dieser Anhänger hat hier Wiederverwertung als Bonus und Extremplünderer, wodurch sich einfach die geplünderten Materialien und Gegenstände nochmal erhöhen. Und deswegen machen wir das natürlich so. Also wir suchen uns hier immer zuerst das Höchste aus. Man kann auch hier nochmal durchgucken, ob noch was reinploppt. Das hier ist zum Beispiel auch super. Vereiste Waffen eines Helden, die kann man auch wunderbar im Auktionshaus verkaufen. Für 166 steht hier jetzt im Moment drin. Weiß nicht, ob der Preis aktuell ist, der schwankt immer ein bisschen. Aber das nehmen wir auf jeden Fall auch, weil dieses Teil man sehr gut verkaufen kann. Und ich mache hier aber mal ein bisschen einen Geschwindigkeitsboost. Nehmen wir mal die 6 Stunden hier. Ja, machen wir weiter mit den Ressourcen. Also man kann immer mal durchschauen, wenn man eine Mission Anhänger losgeschickt hat, ob inzwischen noch was anderes reingekommen ist, was interessanteres. Jetzt haben wir hier die 48 als nächstes. Moment, ich will erstmal hier schauen. Ja, da kann ich jetzt 144 machen. Genau, so machen wir das auch. Aber wir nehmen hier die langsamere Tour. Dann kommt als nächstes das mit 45 Ressourcen. Und man kann auch hier schauen, ja, wie man es am besten machen möchte. Da nehme ich natürlich die 180 Ressourcen. Jetzt kommt noch die 42. Da nehmen wir natürlich den Anhänger hier. Gut, zwei haben wir noch übrig. Ja, immer, ich schaue schon immer, dass es auf 100% ist, weil es einfach gescheiter ist, das so zu machen, dass die Missionen nicht scheitern, ja. So, wenn ihr noch am Schluss was übrig habt, ja, dann nehmt halt was mit geringeren Chancen. Aber wenn ihr die Wahl habt, immer 100%, es ist ja hier genug Auswahl und man kann ja die anderen Sachen auch später noch machen. So, als nächstes nehmen wir jetzt hier diese Gear-Belohnung. Wir machen 4 Stunden mal. Und jetzt müssen wir schauen, was ist das Lukrativste noch unter diesen ganzen Sachen.
da würde ich doch mal, und auch schon, dass es halt bei 100% ist, da würde ich jetzt doch mal gleich so, 22 Minuten, das brauchen wir eigentlich nicht, da können wir schon die normale Missionsdauer machen. Diese schnelleren Anhänger, die wähle ich dann aus, wenn ich hier Missionen habe, die lang dauern, also hier 12 Stunden, 10 Stunden oder 8 Stunden oder so. Ja, das Siegel des geschmiedeten Schicksals, das brauche ich jetzt natürlich nicht mehr. Wir nehmen mal als nächstes hier die Apexis-Kristalle, wenn wir hier auf 100% kommen. Nein, kommen wir nicht, da müssen wir warten jetzt, ja. Wir müssen uns schon was aussuchen, wo wir auf 100% kommen. Dann nehmen wir halt doch das da. Ja, Hauptsache, man macht einfach die ganzen Missionen, damit wieder neue rankommen, ja. So, hier haben wir mal Öl, das können wir auch mal machen hier auf 4 Stunden. Jetzt haben wir noch zwei Anhänger übrig, dann schauen, wie wir die noch unterbringen. Das dauert alles noch auf 100%. Da haben wir jetzt nichts mehr drin, was auf 100% ist, wie ich das sehe. Hier hätten wir noch was mit 86%. Ja, hier ist Wartezeit, ja. Sonst bleiben mir jetzt zwei Anhänger übrig. Was haben wir denn hier so? Sonst könnten wir das hier einfach mal mit 88%. Wenn das jetzt scheitert, ist auch gar nicht so schlimm, weil es gibt nur EP. Allerdings hier bekommt man auch dann kein Bergungsgut. Ja, das ist nicht so schön, aber ist in Ordnung. Hauptsache, alle sind unterwegs. Und ja, wie ihr seht, alle sind unterwegs. Das ist wirklich das Optimum. Und dann ploppen halt auch wieder neue Missionen rein. So, das war jetzt mal die Anhängergeschichte. Jetzt gucken wir noch auf die Marine-Missionen. Da müssen wir es jetzt so manuell abschließen, weil das Addon hier noch nicht abgedatet ist bezüglich Marinemissionen, wie es ausschaut. Und wir sehen, ja, nichts Gescheites. Ja. Ich habe immer noch nicht meine Flotte optimiert, das gefällt mir hier überhaupt nicht. Aber das ist nämlich hier die beste Belohnung bei den Marinemissionen: Urgeist, Apexis-Kristalle, dann hier auch ein bisschen Gier ab und zu. Oder das hier, Gier. Und noch dieses Pad kann auch drin sein, der Hai. Dann gibt es hier noch Material, diese Elemente da, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Wobei die nicht so gut gehen im Auktionshaus. Also gehen schon gut, aber der Preis ist sehr niedrig. Und ja, also in der Reihenfolge. Ich probiere es jetzt einfach mal, ja. Wobei das Problem halt ist, wenn die Mission scheitert, dann. Ist wieder ein Schiff kaputt. Nee, ich lasse es. Ich muss erst meine Marine optimieren, weil sonst gehen mir die Schiffe kaputt. Ich mache jetzt einfach die Sachen mit 100% und dann hoffe ich einfach, dass was Neues nachkommt, ja, was einfach lukrativer, interessanter für mich ist, was auch mit 100% machbar ist. So, das war's. Hier oben sehe ich jetzt, wann die Missionen fertig sind. Also die nächste ist in 25 Minuten fertig. Und wenn da was fertig ist, gehe ich auch gleich wieder hierher. Nicht gleich immer, wenn nur eins beendet ist, aber halt, wenn es mal so drei, vier sind, gehe ich auf jeden Fall. Und schicke die dann wieder alle neu los. Ja, jetzt gehen wir als erstes mal rüber in den Kräutergarten und farmen da alles ab. Was man im Kräutergarten bekommt, ja, sind Kräuter. Es sind immer zwei bis drei verschiedene an einem Tag, also das wechselt immer ein bisschen durch. Und wie ihr seht, sind da auch immer noch andere Sachen dabei, nämlich Urgeist. Was wir mit Urgeist machen, das werde ich euch dann auch noch zeigen. Nachdem wir den Kräutergarten fertig haben, gehen wir zuerst noch in die Mine. Da droppt nämlich auch Urgeist unter Umständen und danach zeige ich euch, was wir mit diesem Urgeist machen. Was hier auch noch droppt neben Kräutern und Urgeist sind diese dränischen Samenkörner, die ihr hier immer mal seht. Dränische Samenkörner kann man auch wiederum umtauschen bei dem Händler da hinten. Da können wir uns ein Pad dafür holen, was man auch richtig gut im Auktionshaus verkaufen kann. Was man auch noch damit machen könnte, ist hier Arbeitsaufträge starten, wo man dann wieder mehr Kräuter rausbekommt, so ähnlich wie auch bei der Mine. Das ist aber nicht so lukrativ, finde ich. Ich finde die
Ich denke, dass das Pad zu holen lukrativer ist, wobei ich mir es wirklich mal ausrechnen müsste. Für das Pad braucht man nämlich 1000 dänische Samenkörner und das Pad gibt ja so zwischen 3 und 4000 Gold. Da müsste man sich jetzt tatsächlich ausrechnen, wie viele Kräuter bekomme ich, wenn ich die Arbeitsaufträge mache gegen dänische Samenkörner. Und wie viel bekomme ich dafür dann insgesamt im Auktionshaus und was davon ist wirklich lukrativer, ja? Müsste man sich mal ausrechnen. Jetzt sind wir an der Mine, da holen wir erstmal die Arbeitsaufträge ab. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gesehen, was da rauskam, aber hier unten im Chat steht's. Und ich gebe auch gleich wieder Arbeitsaufträge in Auftrag. Diese dänischen Steine werden hier umgewandelt in Erze. Die dänischen Steine findet man hier sowieso in der Mine und man kann weiter nichts mit denen Sinnvolles anfangen, außer, nee, kann man nicht. Man kann nichts anfangen sonst. Deswegen einfach immer hier diese Arbeitsaufträge machen und wenn ihr dann, es ist aber so, man sammelt immer mehr dänische Steine, als man eigentlich Arbeitsaufträge dagegen machen kann. Ja, das heißt, ihr habt immer Überfluss an dänischen Steinen und ich habe da auch schon rumgesucht und geforscht, ja, was kann man denn noch machen mit diesen dänischen Steinen? Wie wird man sie los? Aber tatsächlich habe ich festgestellt, das Sinnvollste ist dann, den Überschuss einfach beim Händler zu verkaufen, weil alles umtauschen hin und her wäre weniger lukrativ. Ich nehme hier immer ein bisschen Kaffee, wie ihr seht, ja, 3 Stück insgesamt. Damit komme ich hier schneller durch und auch diese Spitzhacke hier. Die verbraucht sich, damit farme ich schneller die Minen ab. Nicht diese Wägelchen mit Erzen drin, die sind in der, also da ändert sich nichts an der Geschwindigkeit, die hier meine ich. Aber bei den Minen geht es schneller und ich komme einfach schneller hier durch. Ja. Ich gehe hier immer dieselbe Route, damit ich hier nichts übersehe und verpasse. Einmal im Kreis rum und farme alles hier ab. Und hier seht ihr jetzt auch, was da alles drin sein kann, also beide Erze. Dann auch Urgeist, habt ihr schon gesehen, dieser dänische Stein, den man eben dann wieder in Arbeitsaufträge zu Erzen umwandeln lassen können. Und teilweise auch archäologische Fragmente. Da achtet einfach drauf, bevor ihr in die Mine hier reingeht. Schaut einmal rein in eure Archäologie und guckt, dass ihr nicht am Cap schon seid. Also wenn ihr da schon archäologische Artefakte herstellen könnt, weil ihr genügend Fragmente habt, dann stellt die erst her und geht danach in die Mine, weil hier drinnen, wenn ihr da die Fragmente einsammeln wollt und ihr seid schon am Cap, weil für diese Fragmente gibt es ja auch ein Cap, dann verschwinden sie einfach im Nirvana, ja, da wird auch nichts per Post geschickt oder so und es wäre natürlich ärgerlich, deswegen guckt einfach vorher, bevor ihr hier reingeht. Ihr könnt hier drin auch nichts verkaufen, ihr könnt nicht aufmounten. Das Einzige, was man hier benutzen kann, ist den Gildenherold, Gildenpagen, um dann da einmal schnell sein Zeug zu verkaufen, falls man das Inventar voll hat. Ja, also das auch noch so am Rande. Ja, ihr habt gesehen, was hier alles drin sein kann. Apexis-Kristalle noch und so ein bisschen Crap und dann auch dieser Minenarbeiter-Kaffee, der uns schneller laufen lässt und diese Spitzhacken. Wir sind jetzt hier fertig und gehen wieder nach draußen und gehen als nächstes direkt zum Händler, der uns Urgeist umtauscht in Material, was wir dann traden können. So, und der ist gleich da drüben in dieser Hütte da. Diese Hütte, die direkt an dem Turm hier steht, wo das Portal nach Kriegsspeer oben drauf ist. Lies Langfinger heißt hier der Händler und wir tauschen alle Urgeist gegen Wildblut um. Wildblut ist das lukrativste, was man am besten im Auktionshaus verkaufen kann. Verkaufen auch noch den Rest Crap aus der Mine. Ich werde jetzt dieses Gear hier auch so verkaufen, wie es ist. Ich werde da keinen das nicht öffne benutzen, weil 5 Gold ist ein guter Preis und was ich rausbekommen kann, sind temporale Kristalle, ja, der aber im Moment 4 Gold wert ist. Und diese anderen blauen Kristalle, die aber auch noch weniger wert sind, deswegen ist es gescheiter, man verkauft es gleich so. Genau. So, und jetzt gehen wir wieder ins Auktionshaus und stellen die restlichen Sachen ein, die ich gerade so alle eingesammelt habe. Und dann sind wir auch schon einmal so gut wie durch. Da kommt jetzt alles rein, die Erze, ja.
Ja, jetzt ist das wieder ein bisschen günstiger geworden, es macht aber nichts. Hier die Kräuter sind auch ein bisschen günstiger als sonst. Die kosten sonst 1,50 im Schnitt. Man könnte sie jetzt auch behalten und einfach abwarten, dass der Preis wieder steigt. Ich gebe es trotzdem raus, ja, weil auch hier Wildblut ist auch nicht so teuer im Moment. Es liegt aber halt auch einfach daran, wir haben im Moment Sommerpause. Es ist nicht so viel los in WoW gerade. Deswegen sinken allgemein alle Preise. Jetzt schauen wir einmal in die Gildenbank rein, ob ich hier noch Pets mir nehmen muss, die ich noch nicht reingestellt habe. Gerade ich nehme jetzt alle Pets noch einmal mit. Und auch meine Schneidersachen, alles was hier drin ist, das sind alles Sachen, die ich trade. Also das links hier, das hier nicht. Ja. Und dann gehe ich noch in meine normale Bank und lege hier dieses Item rein. Da muss ich aber erst das einmal benutzen. So, das legt man jetzt auch da rein. Und jetzt gehen wir nochmal ins Auktionshaus und stellen die restlichen Pets noch rein, die ich eventuell gerade noch nicht reingestellt hatte. So, das ist alles drin schon. Hier kann man aber immer trotzdem mal schauen, ob jemand wieder nach mir eingestellt hat. Das euer sollte halt immer oben sein, deswegen ist es auch gut, man hat immer ein paar mehr und nicht nur eins von jedem, ja. So, das passt jetzt mal. Ja, dann bin ich jetzt fertig hier für heute in der Garnison. Das hat jetzt gedauert. Mein Video geht jetzt 26 Minuten. Wenn man das einfach so jetzt macht, ohne dass man ein Video dazu macht und alles noch erklärt und so, dann dauert es nur die Hälfte der Zeit. Ja, wenn ich dazu rede und noch erkläre und noch was zeige, dauert es natürlich länger. Also ich sag mal eine Viertelstunde und dann seid ihr hier fertig in der Garnison und dann habt ihr pro Tag so 300-400 Gold und wenn es gut läuft und Pets sich verkaufen, habt ihr auch ein paar tausend pro Tag und ich denke, das ist ja okay. Was mache ich jetzt hier noch? Ich schaue einfach auf meine Missionen und gucke später nochmal rein, wenn ein paar Sachen abgeschlossen sind. Das erste in 20 Minuten. Ja, deswegen schaue ich mal eine halbe Stunde ungefähr rein, das sind nochmal drei fertig und hole das ab und schicke die Anhänger gleich wieder neu los. Und ja, ab und zu schaue ich auch noch mal ins Auktionshaus, schaue, ob meine Pets noch oben sind oder ob ich was nachlegen muss. Ja, wenn mir Pets ausgehen, dann gehe ich wieder welche holen. Schaut gerne hier in meine Garnisons-Playlist rein, da findet ihr die ganzen Anleitungen, wo es diese Pets gibt, was ihr mit eurem Urgeist noch machen könnt jetzt und was ihr mit Apexis-Kristallen machen könnt und was wir am sinnvollsten mit Garnisons-Ressourcen machen. Alles im Sinne von Goldformen. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!